willkommen zu einer neuen Folge BMW Today. Mein Name ist Joy und wir sind heute hier in der BMW-Welt im Doppelkegel. Das Thema heute ist Vierer Coupé und mit mir ist Christopher Weil. Servus Christopher, wie geht's dir? Hi Joy, ja, mir geht's richtig gut. Was machst du im Unternehmen? Ich kümmere mich um das Exterior Design, das heißt alles, was du hier siehst, Details, Leuchten, natürlich die Räder, aber auch das große Ganze, also die Karosserie von so einem Fahrzeug. Und das für alle Modelle. Das heißt, ich kann dich alles fragen, wenn es ums Design geht. Klar. Sehr gut. Fangen wir aber im Allgemeinen an. Der Vierer, wofür steht er und für welchen Kunden ist er interessant? Der Vierer, der steht für sportliche Eleganz natürlich, aber auch das Performante. Also es ist natürlich so, dass wir einen sehr expressiven Kunden hier haben. Und deswegen haben wir den Vierer auch deutlich vom Dreier abgehoben. Aber dieses Fahrzeug hier ist nochmal ganz anders. Ist wirklich sexy, steht gut da, ist sehr expressiv. Das Erste, was natürlich auffällt, ist die Niere. Ja. Das heißt, lass uns über die Front reden. Was hat sich da getan und warum ist das passiert? Ja, die Front ist natürlich die Schokoladenseite von jedem BMW. Die Niere ist unsere Hauptikone. Ja. Und natürlich wollten wir die Niere hier neu interpretieren, bewusst größer gestalten. In unserer Historie, die ist ja schon über 100 Jahre alt, ja, da finden sich sehr luxuriöse Coupés, die auch einen starken Ausdruck hatten. Und der Vierer zitiert jetzt diese Nierenform. Höher als breit und wie gesagt, sehr kräftig. Was ist mit dem Nummernschild, wenn wir schon so eine große Niere haben? Wo packen wir das hin? Wir haben uns verschiedene Positionen angeschaut. Wir haben mal geguckt, wie würde es seitlich aussehen, wo passt es am besten hin. Schlussendlich war der Bereich hier der beste fürs Nummernschild und es sieht auch sehr gut aus, wenn es angebracht ist. Die Doppelleuchten haben sich ein bisschen verändert. Ich sehe hier das Laserlicht, das ist neu für den Vierer. Ja, es ist sehr scharf gezeichnet hier. Wir haben keine Augenbraue mehr im klassischen Sinne. Und man sieht, dass von der Niere, von diesem Kraftzentrum, alle Linien wegziehen. Auch die Scheinwerfer sind gepfeilt auf die Niere. Betonen nochmal diesen Bereich hier in der Mitte. Das war uns sehr wichtig. Dann lass uns doch über das Heck reden. Was hat sich am Heck verändert? Ja, das Heck ist ganz neu, klar. Sehr, sehr sportlich, steht super auf der Straße. Sportlichkeit wird gezeigt hier unten über den Diffusor natürlich, über diese schwarzen Anbauteile. Wir haben hier oben ein Gurney für das MP-Modell in Carbon, auch super Detail. Und die Breitenwirkung generell, also die Leuchten sind neu, sehr dreidimensional ausgeführt, sehr klare Grafik. Ja. Das L-Form neu interpretiert, aber auch sehr viel 3D am Scheinwerfer. Und wir haben hier, wenn du mal auf die Seite guckst, einen starken Muskel über dem Hinterrad. Okay. Das heißt, wir haben hier viel Delta ausgeformt. Da gibt es einen großen Abstand zwischen C-Säule und Das ist quasi das Delta. Das ist das Delta. Okay. Das ist ein riesen Blechteil hier, war nicht einfach herzustellen, nicht einfach zu produzieren. Okay. Da sind wir auch besonders stolz drauf. Und wie gesagt, die Kraft, die auf dem Hinterrad sitzt, wird nochmal betont über den Hofmeisterknick. Der hat sich aber jetzt optisch verändert. Der sieht jetzt anders aus. Der sieht anders aus, der ist jetzt schneller. Das heißt, wir steigen hier kräftig an und neigen den nach vorne. Das machen wir bei unseren Coupés so, um eben die Power, also die optische Power aufs Hinterrad zu bringen, um das Fahrzeug dynamischer wirken zu lassen. Okay, das zum Hofmeisterknick. Was ist mit der Seitenansicht? Was hat sich da alles getan? Ja, die Seitenansicht ist BMW at its best. Wir haben die klassischen Proportionen aber angeschärft natürlich. Die sehr, sehr lange Motorhaube, die steht immer für BMW. Wir zeigen unsere Motoren natürlich. Kurze Überhänge in Front und Heck. Dann die sehr gestreckte Silhouette, die sich schön ins Heck integriert oder schön reinfließt. Und natürlich die tollen Proportionen jetzt hier. Starke Muskel über dem Vorder- und Hinterrad. Diese Hauptcharakterkante, die Front und Heck verbindet. Die ist ein bisschen weiter nach unten gewandert. Die ist jetzt tiefer, ja. Wir wollten dem Muskel hier oben Raum geben und haben die jetzt nach unten angesetzt und das ganze Fahrzeug sehr, sehr clean gehalten. Und auch hier der Airbreather ist jetzt nur noch angedeutet. Genau, also wir haben jetzt hier eine Charakterkante, die halt nach vorne wegzieht. Auch die gibt nochmal Dynamik und betont das Vorderrad. Wollen wir mal ins Interieur gucken. Was hat sich da alles verändert? Das Interieur stammt natürlich vom Dreier in seiner Grundform, ist aber hier nochmal luxuriöser. Die Materialauswahl ist feiner, fahrerorientierter. Es ist ein reines Fahrerauto hier, sehr, sehr sportlich natürlich. Wir sehen hier zum Beispiel ein Aluminium-Mesh-Dekor, schaut sehr hochwertig aus. Es sparkelt schön, also hat auch hier nochmal die Dynamik während der Fahrt. Und wir haben diese Cognac-Ledersitze, die auch sehr, sehr schön gemacht sind. Da ist viel Attention to the Detail reingeflossen. Also die Designer haben sich hier extrem um Qualitäten, Materialien, Materialkombinationen. Auch hier sehr schön mit dem M-Logo versehen. Ja, das ist das M-Logo drin. Das sind die
M-Sport-Sitze. Ja. Und wir sehen hier in kleinen Details, hier zum Beispiel im Gurt, eben auch die M-Streifen. Also das ist in Summe sehr sportlich. Da hat der Kunde auch vieles zu entdecken dann. Ich habe vorhin auch gesehen, dass der Gurt quasi nach vorne gebracht wird. Der wird nach vorne gebracht vom Gurtbringer, genau. Dass man sich nicht so sehr umdrehen muss. Richtig. Die Türen sind ja super lang bei so einem Coupé. Und deswegen der Gurt relativ weit hinten angebracht. Gab es bei dem Fahrzeug vielleicht aus der Historie einen Urahn, an dem man sich so ein bisschen angelehnt hat? Ja, wir haben natürlich eine große Historie bei BMW und haben uns an den großen Coupés orientiert. Mhm. Und ganz, ganz wichtig für uns ist der 3 Liter CS. Ja, den wir zufällig jetzt hier haben. Der zufällig hier steht. Zufällig auch in Blau. Ja. Das ist hier das Fjordblau, auch sehr schöner Farbton. Zeigt wahnsinnig gute Details. Hier sieht man die Sharknose. Aber ganz, ganz wichtig, die Niere. Mehr hoch als breit. Gibt dem Fahrzeug einen sehr, sehr schönen Charakter. Und wir haben versucht, dieses Thema modern zu interpretieren und haben das jetzt überführt in den Vierer. Eben auch ein Coupé, die neueste Interpretation von BMW. Aber auch andere Details wie kurze Überhänge, quasi die Doppelrundscheinwerfer, aber auch die lange Motorhaube, findest du alles hier in dem Fahrzeug wieder. Wenn ich dich jetzt fragen sollte, nenn mir zwei Design-Highlights vom Vierer Coupé. Welche zwei würdest du nennen? Also für mich ist es ganz klar die Niere, weil die Niere ist kräftig, sie ist einzigartig, sie ist neu, sie ist ein Hingucker und sie drückt diese Performance aus, sie steht für BMW. Die Niere, ganz klar. Und eine zweite? Als zweites Thema würde ich sagen, ist es der hintere Kotflügel, weil der eben sehr weich ausgeführt ist, sehr muskulös, ist auch neu für BMW, aber eben auch diese Kraft zeigt, diese Sportlichkeit, also wie gesagt, Kotflügel, Niere sind die Highlights. Aber das Auto bietet so viel mehr und sieht fantastisch in Bewegung aus, fantastisch auf der Straße. Also für mich extrem sexy, BMW, wie er im Buche steht. Vielleicht noch eine letzte Frage. Für welche Art von Kunden ist das Fahrzeug gedacht? Die BMW-Kunden suchen immer ein sehr sportliches Auto und ein sehr fokussiertes Fahrzeug, was natürlich extrem gut fährt und diese Eigenschaften auch nach außen zeigt, ganz klar. Wobei der sportlich elegante Kunde vielleicht eher beim Dreier unterwegs ist, der sportlich performante Kunde, der die Extreme liebt, der etwas mehr auffallen will. Ein bisschen extrovertierter einfach. Extrovertierter, den sehe ich beim Vierer. Okay, cool. Ohne so jemand wie dich eigentlich. Danke dir. Ich danke dir auch für deine Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal, Christopher. Ja, gerne. Und vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal bei BMW Today.